Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Mod Vorstellungsvideo. Und heute möchte ich mir mit euch gemeinsam etwas ganz Besonderes anschauen, denn es ist jetzt möglich, wirklich funktionierende Aquarien zu bauen mit echten Fischen, weil diese Fische durch Mods ins Spiel gekommen sind. Es gibt mittlerweile auch schon einige Fischarten im Workshop. Das hier vorne ist zum Beispiel ein Rotlachs. Wunderschön. Dahinter ein Arapaima. Ein riesiger Fisch, den ich glaube ich schon mal bei River Monsters gesehen habe. Das ist echt cool, wie das aussieht. Feier das. Funktioniert auch wirklich richtig gut. Es gibt auch sehr, sehr kleine Fische. Der hat ja auch echt eine schöne Farbe. Das ist der Pfauenaugen-Buntbarsch. Ja, dass die so auftauchen, finde ich dann teilweise nicht ganz so cool. Aber das könnte man eventuell verhindern, indem man oben einfach eine Decke drauf macht. Würde ja bei einem Aquarium sogar funktionieren. Das hier ist übrigens der Zebrahai. Auch ein sehr schönes Unterwasserlebewesen, muss ich sagen. Tolle Färbung hat der. Und ich finde auch die Bewegung von den Fischen wirklich super. Also da haben die Modder wirklich tolle Arbeit geleistet. Das Model sieht sowieso cool aus. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe jetzt hier zu Anschauungszwecken ein relativ großes Aquarium gebaut. Also wenn man das noch ein bisschen kleiner macht und ein bisschen schicker, sieht das wahrscheinlich nochmal eine ganze Nummer cooler aus. Ihr seht schon, hier schwimmt schon einiges. Dieses an die Oberfläche schwimmen finde ich halt nicht so mega cool. Aber ist jetzt auch nicht mega störend. Aber ich würde es, glaube ich, beim nächsten Mal halt echt ausprobieren, eine Decke drauf zu setzen, damit die das nicht mehr machen können. Aber wir tauchen jetzt hier nochmal ein bisschen durch, schauen uns das Ganze an. Überall Schwimmfische. Das ist so cool. Ja, was die Modding-Szene alles möglich macht. Das ist echt unglaublich. Ja, hier sehen jetzt ein bisschen dunkel aus. Es liegt aber am Licht. Vielleicht müsste man auch hier ein bisschen Beleuchtung einbauen, weil hier ist es ja komplett duster. Also, dass man hier ein paar Scheinwerfer oder sowas macht, damit diese ganz dunklen Stellen dann auch beleuchtet werden. Man erkennt dann gar nicht die Farben der Fische. Hier sieht man es nur so ganz leicht schimmern. Warum ist denn das so dunkel? Unglaublich. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ich könnte hier die ganze Zeit drin rumfliegen und mir das anschauen, weil es einfach verdammt cool ist. Wir gehen gleich auch noch auf die einzelnen Fischarten ein. Die werde ich euch gleich alle noch zeigen. Und dann werden wir die auch mit Originalfotos vergleichen. Weil das interessiert euch ja sicherlich auch. Aber erstmal geht es natürlich um den Aspekt, dass man jetzt überhaupt richtige Aquarien bauen kann. Und ich glaube, man sieht schon echt gut, dass das super funktioniert. Gehen wir jetzt aber erstmal ein bisschen auf den Aquarienbau an sich ein. Logischerweise muss man einen Glaskasten machen oder irgendwas in der Art, wo dann Wasser drin ist, wo dann die Tiere auch schwimmen können. Wichtig dabei ist, dass das nicht zu flach ist. Das heißt, man muss wirklich diese 4 Meter Tiefe, die die Tiere brauchen. Können wir mal kurz hier nach einem Balken gucken, der 4 Meter lang ist. Dann kann ich euch das veranschaulichen. Da haben wir einen. Also so hoch ist es gar nicht, wie es geht. So hoch muss es mindestens sein, damit die Tiere tauchen. Ich würde immer ein Stück drüber bauen noch, also so bis hier oder sowas. Dann bekommt man auch später keine Probleme. Also bis hierhin muss dann die Wasserhöhe sein. Wie groß das Aquarium ist, das müsst ihr selber ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt erstmal zu Veranschauungszwecken das lieber ein bisschen größer gebaut, damit wir da keine Probleme bekommen. Aber im Prinzip ist es halt dann ein Glaskasten, wo die Tiere dann auch abtauchen und der ist mit Wasser gefüllt. Und damit die Tiere da überhaupt reinkommen und ja, die Tierpfleger das ins Gehege bringen können, müsst ihr im Hintergrund sowas in der Art bauen. Das kann man sicherlich auch noch schöner bauen, aber ich habe jetzt hier einfach einen normalen Landbereich gebaut mit einer Rampe. Dann können die Tierpfleger die Tiere hier abliefern und die Tiere gehen dann nach hier oben in das Wasser und da die, ich glaube, in der Mod an sich eingestellt haben, dass die Tiere Wasser mega bevorzugen, gehen die dann auch relativ zügig hier in das Wasser. Und ich würde jetzt ausprobieren, wenn ja fast alle Tiere drin sind, so wie es jetzt der Fall ist, würde ich jetzt einfach, glaube ich, die Rampe löschen. Zwei Tiere haben es nicht geschafft, das macht aber nichts. Und jetzt sind nämlich alle Tiere, die hier drin sind, da drin gefangen. Das heißt, die bleiben da drin. Jetzt könnte ich noch einen Deckel draufsetzen, damit wir dieses andere Problem lösen. Und dann hätten wir quasi ein funktionierendes Aquarium.
was echt leicht zu bauen war, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier als Grundlage eins aus dem Workshop genommen und das dann ein bisschen abgewandelt. Aber hat relativ schnell funktioniert mit den Tieren, auch dass sie schnell getaucht haben oder getaucht sind. Aber das liegt auch daran, dass ich das natürlich so groß gebaut habe. Wenn man jetzt hier zum Beispiel ein kleineres, schöneres Aquarium bauen möchte, wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Aber machbar ist es alle Male, denke ich. Das ist so cool. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann auch nochmal ein offizielles Aquaristik-Set von den Planet Zoo-Entwicklern. Das wäre cool. Wir können jetzt aber auch mal ein bisschen auf die Fischarten hier eingehen. Fangen wir mal bei dem hier an. Das ist der Asian Arowana. Ein sehr, sehr hübscher, knallig, orangefarben leuchtender Fisch. Das müsste auf Deutsch der asiatische Gabelbart sein. Ich blende jetzt hier auch mal ein Originalfoto ein. Dann seht ihr da ganz guten Vergleich. Ich denke, der Name kommt hier vorne von dem Bart, von den Gabeln. Auf jeden Fall ein sehr interessanter und hübscher Fisch, muss man sagen. Dann nehmen wir mal den nächsten. So, welchen haben wir denn da? Nehmen wir doch mal... Ah, hier haben wir einen. Perfekt. Manchmal nicht so leicht, die anzuklicken, aber es geht. Das hier ist der Rotlachs. Den hatten wir ja gerade schon. Auch ein sehr, sehr hübscher Fisch. Ich mag hier sowieso für Aquarien immer gerne Fische, die sehr knallige Farben haben. Und dieser hat der definitiv. Sieht echt cool aus. Als nächstes haben wir gerade sogar einen großen. Können wir auch mal anklicken. Das ist der Arapaima. Ein riesiger Süßwasserfisch. Habe ich mal bei River Monsters gesehen. Pausiere, glaube ich, mal kurz, damit wir uns den vernünftig angucken können. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt blende ich mal ein Foto ein, weil der ist ja ganz wild am Schwimmen. Auch richtig cool. Und dahinter haben wir direkt den nächsten, nämlich einen kleinen. Das ist Oscar auf Englisch. Und auf Deutsch ist es der Faunaugen-Buntbarsch. Auch sehr, sehr hübsch. Bei dem ist natürlich cool, dass der so klein ist und dadurch kann man dann viele machen und dann sieht das richtig cool aus wie so ein Schwarm. Und zu guter Letzt sehen wir schon im Hintergrund gerade, das ist eine Haiart. Das ist nämlich der Zebrahai. Auch eine sehr coole Färbung. Ich versuche mal eben ein schöneres Bild hier zu bekommen mit schönerem Licht. So, jetzt kann man den ganz gut sehen und dann kann ich auch hier einmal ein Foto für euch einblenden. Auch eine sehr coole Fischart. Es gibt übrigens noch weitere Haiarten und sowas. Also ich habe euch noch nicht alle vorgestellt. Aber da könnt ihr dann gerne selber mal stöbern. Aber diese 5 Mods, die ich jetzt hier in meinem Aquarium habe, sind natürlich für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist so unfassbar cool. Ich feiere das mega. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass das so 1A funktioniert. Ich hoffe wirklich, dass da noch viele, viele weitere Fischarten kommen. Vor allem, wenn man dann so richtig interessante Aquarien baut mit mehr solchen Tunneln und Höhlen. Weil die schwimmen ja auch wirklich durch das hohe Gras und sowas durch. Also da kann man sicherlich viel noch rausholen und viel rumspielen. Und dann, wenn man sich richtig Mühe gibt, auch ein richtig cooles, funktionierendes Aquarium erstellen. Bin ich mir sehr sicher. Aber ich glaube, man sieht gerade ganz gut, wie viele Fische hier rumschwimmen und wie belebt das Ganze wirkt. Ich feiere das mega. Ich hoffe, dieses kurze Vorstellungsvideo von diesen Mods hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.